Das war's mit dem neuen Video. Verpisst euch. Heute gibt's mal wieder was Neues. Drei Gründe, warum jetzt hier länger nichts kam. Der erste Grund ist, ich habe in den letzten Wochen Massengenozid an Pferden in Red Dead Redemption gemacht. Den zweiten Grund habe ich vergessen. Und drittens, ich hasse euch alle. Außerdem habe ich die letzten Wochen auch an was Ernstem gearbeitet, sowas wie eine Art Doku. Und wenn die dann demnächst hier online geht, dann schaut ihr die gefälligst alle, auch wenn kein Dildo drin vorkommt, das ist klar. Nice. Ja. Ich bin auch seit neuestem Jude, also falls ihr mich jetzt in den Kommentaren beleidigt, dann zeige ich euch alle an. Ich habe hier Bar Mitzwa gegoogelt und da ist er gleich durchgedreht. Studio ist irgendwie gar nicht so bequem. So, jetzt also was schon länger auf Halde liegt als Stan Lee. Ich habe mir vorgenommen, ab sofort auf Scam zu antworten, wobei Scam nicht unbedingt wörtlich zu sehen ist, beziehungsweise ihr könnt das dann jeweils selbst bewerten. In der ersten Folge hier habe ich also eine Nachricht bekommen von einer Buddy-Coachin, die mich auf Facebook angeschrieben hat und wir schauen einfach mal rein. Franz! An dieser Stelle nur eine kurze Werbeunterbrechung für die supergeile Facebook-Fanpage, die Instagram mir damals automatisch erstellt hat. Richtig gut. So, hier haben wir jetzt also den Chatverlauf vorliegen. Bevor wir jetzt aber hier in die Tiefe steigen, sei noch kurz gesagt, ich werde jetzt meine Sprechpersona ändern, denn Franz ist gleich da und der soll nicht hören, dass ich im Inneren mit dem Gedanken spiele, mir die Pulsadern links aufzuschneiden. Ich habe mitbekommen, dass du den Personal Coach gesucht hast oder so. Nee, der Coach hat mich gesucht. Also das ist das Ding. Du wurdest quasi ausgewählt. Coach konnte es gar nicht wissen. Außer du hast die Finger im Spiel. Nee, ich habe diesmal keine Finger im Spiel. Ja. Gut, wir gucken mal, was ich hier vorliegen habe. Hallo Robin, entschuldige die Störung. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Immer die schönen Smileys. Kurz zu mir. Ich bin Bärbel, komme aus und arbeite als Online-Coach. Das heißt, ich unterstütze Menschen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Fitness. Aktuell bin ich auf der Suche nach motivierten Teilnehmern für unsere Body-Challenge. Hättest du Interesse, mehr zu erfahren, um vielleicht mit mir als deinen persönlichen Ansprechpartner dein körperliches Ziel zu erreichen? Und da wäre ich natürlich sofort begeistert. Oh, das klingt wirklich sehr gut. Ich versuche seit Monaten, mein Ziel verzweifelt zu erreichen. Okay, was ist dann dein körperliches Ziel? Ich würde gern bis Ende des Jahres noch 20 Kilo schaffen. Zunehmen oder abnehmen? Zunehmen. Nun, ab dem Punkt hatte sie mich dann und hat mir diesen absolut individuell auf mich zugeschnittenen Text geschrieben und zu ihrer Website verlinkt. Na gut, auf jeden Fall richtig schöner Presstext. Nein, nicht reine Muskelmasse. Ich will einfach zunehmen, aber egal wie viel Toastbrot und Ketchup ich in mein Fettmaul stopfe, ich halte mein Gewicht. Das ist ultra frustrierend. Ich habe schon so oft von Robert gehört, dass ich ein Lauch bin, deshalb klappt es bestimmt auch mit den Frauen nicht so. So, Robert? Naja, nur mit Toastbrot und Ketchup wird das Ganze auch nichts. So, wie denn dann? Ich bin verzweifelt. Kannst du mir mit deinem Team helfen? Nach Robert von Magic. Wie sieht denn sonst deine momentane Ernährung aus? Willst du da denn auch Richtung Muskelaufbau gehen? Findest du etwa auch, ich bin ein Lauch? Dann lass uns dazu auf WhatsApp weiterschreiben und ich erkläre dir dann alles dazu. Schön ihre Nummer. Hast du auch Telegram? WhatsApp ist mir zu unsicher. Hast du das von Edward Snowden nicht gehört? Letztendes ist heute also beobachtet und aufgezeichnet. Wenn es geheim sein soll, dann Briefe. Alles andere kann auch gehackt werden. Also hast du kein Telegram. Nein, bin mit WhatsApp zufrieden. ICQ? Erstmal kurz vorab. Hast du irgendwelche Allergien oder Unverträglichkeiten? Da muss ich immer richtig heftig niesen. Da ist ganz viel Ausschlag gewesen. Meine Mutter hat welche, das heißt mittlerweile nur noch einen. Pauli ist neulich gestorben und ich denke, der andere Vogel fühlt sich jetzt einsam und macht's auch nicht mehr lange. Ja, das sind so die drei schlimmsten Allergien, die ich habe. Und du? Dann würde ich dir mal dein Paket kurz vorstellen. Oh Gott, Alter.
Du hast halt gesagt, du willst keine Muskeln aufbauen und sie gibt dir halt ja. das Muskelpaket. Na, pass auf, es ist relevant. Sie gibt mir nicht das Muskelpaket. Das ist relevant, was sie mir gibt. Sie gibt mir das Musekelpaket. Zuerst hat sie mich über ihre Shakes ausführlich informiert. Die geben mir einen Kohlenhydratüberschuss. Kohlenhydratüberschuss klingt allerdings sehr gefährlich. Die bieten Allees, um Musekeln aufzubauen. Naja, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel, Musekeln aufzubauen, sondern eher eine gesunde Fettmasse. Dann hat sie noch über gewisse Riegel gesprochen, die sehr groß sind. Wie groß sind denn diese Riegel genau? Und dann hat sie noch vom allerneuesten Produkt geschwärmt. Kapseln mit Omega 3, 5, 6, 7 und 9, die übrigens das neueste Produkt sind. Kennst du Omega Weapon aus Final Fantasy X? Als ich den endlich besiegt hatte, habe ich mich auch mega gefühlt. Aber das ist ja witzig mit den Omega-Zahlen 3, 5, 7 und 9. Das ist fast wie bei Kugellagern beim Skateboard. Die werden in ABEC gemessen. Das steht für Annular Bearing Engineering Dann kam der Punkt, der mich unumstößlich überzeugt hat. Mit mir an deiner Seite werden wir dein Ziel erreichen. Besonders gut an dem ganzen Text hat mir außerdem noch gefallen, dass sie eine revolutionäre Rechtschreibreform eingeführt hat, wo nicht Substantive groß geschrieben werden, sondern Wörter, die fürs Verständnis einfach wichtig sind, wie über zum Beispiel. Obendrauf gab es dann das Bezahlmodell. An dem Punkt habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass wir aneinander vorbeisprechen, aber wenn ihr mal hier drauf Auge macht, meinte sie dann plötzlich, dass ich für insgesamt 4 Monate das nach Hause geliefert bekomme. Die Ration für 4 Monate? Wo soll ich das denn alles lagern? Ich muss mir den Kühlschrank mit Franz teilen und der geht mit seinen Wurstfingern immer an mein Fach. Ist das Essen eigentlich Vegetarier? Kann man das auch handhaben, dass ich bestimme, wo genau ich Fett aufbaue? Ich hätte gern einen soliden Pansen, wie cool aber auch der Koch. In der Küche, vom König, im Schloss, in der Geschichte vom kleinen Muck. Kennst du die? Die habe ich als Kind geliebt. Also ja, ein rundes Bäuchlein, aber zum Beispiel will ich keinen fetten Breiarsch oder Winke-Ermis bekommen. Kennst du Winke-Ermis? Das sind die Hautlappen, die wackeln, wenn die Großeltern dich verabschieden und dabei winken. Das muss nicht sein. Und wo bezahle ich denn? Dann habe ich aber langsam wirklich den Draht zu ihr verloren. Scheinbar konnte ich sie damit ein bisschen erheitern, aber wer den kleinen Muck nicht ehrt, der ist meine Aufmerksamkeit nicht wert. Und an dem Punkt habe ich dann einen kleinen Skandal aufgedeckt. Hier sagt sie, dass mit dem Geld geht alles über sie. Dann sagt sie, das Ganze läuft über die Company. Daraufhin habe ich erstmal Real Talk gesprochen und irgendwie kam daraufhin nichts mehr. Ich habe sie auch gefragt, wer dieser Sepa ist, aber sie hat einfach nicht mehr geantwortet. Und deswegen sage ich mal, schauen wir doch einfach mal auf die Website. So, schauen wir uns die Scheiße hier doch mal genauer an. Mission. Alter, what the fuck, ist die Scheiße laut? Richtig gut, wie das Video hier implementiert wurde. Erreiche die Form deines Lebens. Ich erreiche übrigens gerade die Form meines... Lass mal Cookies akzeptieren. Ich warne euch schon mal vor, gleich kommt wieder so eine Stelle, wo ich ganz ruhig rede und dann plötzlich ganz nah ans Mikrofon rangehe. Das muss diese Comedy-Revolution sein, von der Punk damals gesprochen hat. Also was mir bei Melanie Story zuerst ins Auge springt, ist der Idioten-Apostroph. Ein regelwidriger, idiotisch gesetzter Apostroph. Hey, schön, dass du dir die Zeit... Alter, nehme dein Leben selbst in die Hand. Imperativ. Nimm. Den fehlgeschlagenen Abnehmprogramm war ich verzweifelt und frustriert, habe den Traum von einem gesunden Wohlfühl-Buddy schon fast auf. So sprechen Leute nicht, das ist niemals ein wirkliches Zitat. Mach zurück! Alter! Zurück! Hey, schön, dass du dir die Gott. Zeit mal nahm, ist ein Ballaststoff, hallo? Der sich im Magen aussieht. The fuck ist hier los? Nehme dein Leben selbst in die Hand, mach den ersten Schritt und kontaktiere uns. Deal. Triff deine Entscheidung und werde Teil der Community. Los geht's. Gib den Vor- und Nachname der Person an die... Die was? Die was denn? Hallo, liebe Move Diver, wurde von eurer Mitarbeiterin angecoacht und jetzt schreibt sie mir nicht mehr. Was da los? Ich bin interessiert an Move Kids. Wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Ach, jetzt auf einmal geht's. So, und go. Nice. Danke, dass du uns kontaktiert hast. Wir melden uns zeitnah bei dir. Gut, dann schauen wir doch mal. Ich meine, wofür zahle ich denn eigentlich? Heidewitzka, war das ein spaßiges Video. Es kann nur getoppt werden von einem ernsten Video, was hoffentlich demnächst kommt. Oh, was? Da kommt eins. Na, das gucke ich mir direkt an. Ich bin super gespannt. In diesem Sinne, willkommen beim neuen Video. Mein Name ist Robin Ostrafo und heute werden wir... Ah.
Intro und Outro vertauscht, dieser Nostradamus. Einfach ein Lustikus sondergleichen.